Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. So, heute geht's weiter mit dem, was wir letztes Mal angefangen haben. Und zwar hatten wir letztes Mal Arrays. Und da habe ich euch gesagt, dieses Und hier, das braucht ihr noch nicht verstehen. Heute versteht ihr es wahrscheinlich, hoffentlich zumindest. Und zwar geht's um Slices. Ein Slice ist eine weitere Datenstruktur von Rust. Die habe ich noch nirgendwo anders gehört. Zumindest nicht unter dem Namen. Und in C oder C++ werdet ihr wahrscheinlich schon Pointer gehört haben. Slices sind sowas Ähnliches wie Pointer. Ein Slice ist also eine Referenz auf eine Variable. Was bedeutet eine Referenz? Naja, das bedeutet, ich habe hier oben ein Array und dieses Array ist irgendwo in meinem Speicher angelegt. Zum Beispiel anstelle, also mein Speicher jetzt mal als physisches Dings gesehen, als Arbeitsspeicher sozusagen, bestehend aus Einsen und Nullen haufenweise. So. Und das hier ist jetzt die erste Stelle, also Stelle 0, weil wir ja immer mit 0 anfangen zu zählen. Das hier ist Stelle 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Okay? Und ein Slice, der zeigt sozusagen auf eine feste Stelle, also zum Beispiel der Slice für die Stelle 0 würde hier auf dieses Teil zeigen, also eine Referenz hier drauf bilden. Quasi einfach speichern, wo in meiner Hardware liegt dieses Element denn tatsächlich. Und ja, so kann man sich das relativ gut vorstellen. Ein Slice wird auch genauso gemacht. Und zwar mit diesem kaufmännischen Und hier. Ein kaufmännisches Und vorne dran liefert uns, ja genau, liefert uns eigentlich genau das. Ein Pointer auf die Stelle, wo unser Array anfängt. Und zwar anfängt mit der 42. Deswegen, wenn wir hier dieses Printline ausgeben, fangen wir an mit der 42 und nicht mit der 5, sondern wir fangen genau mit der 42 an und danach kommt die 5 und danach kommt, keine Ahnung, irgendwas. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwelche Werte eingegeben, damit wir ein bisschen was zum Spielen haben, sozusagen. Gut, rebuilden wir einfach mal und lassen es laufen. Und wir sehen, wir haben hier mit 42 angefangen und nicht irgendwo anders. Und das liegt daran, dass der Slice hier, dieses Slice X, fängt tatsächlich an der ersten Stelle an. Also hier zeigt es auf die Speicherstelle von dieser 42. Und direkt an der nächsten Speicherstelle, also wenn wir uns nochmal dieses Bild vor Augen führen, halt 1,0 sollte das sein. Sowas. Und hier liegt jetzt die 42 drin. Es hat ein paar mehr Bit, ich weiß, aber direkt an der nächsten Stelle liegt die 5. Und direkt an der Stelle drauf liegt die 1 und dann die 2 und dann die 3 und dann die 34 und so weiter und so fort. Und deswegen, weil diese Liste oder dieses Array so gespeichert ist, können wir direkt so drauf zugreifen. Also mit diesem Slice. Jetzt können aber Slices noch ein bisschen mehr in Rust als in C, diese Pointer, die wir schon angesprochen haben. Falls ihr C könnt, falls nicht, ist es nicht so wichtig. Und zwar, ein Slice enthält so, upsala, zwei Punkte bitte. So, das komplette Array, also alle Elemente hier drin. Wenn wir das jetzt hier bilden und ausführen, dann sehen wir, wir haben alles von 42 bis 667 hier hinten drin. Also alles wird ausgegeben. Hier drin in diesem und x ist alles. So, ich kann aber jetzt auch noch genau sagen, von wo bis wo ich denn möchte. Und zwar zum Beispiel von 1 bis, keine Ahnung, 6. Und wenn ich das jetzt bilde, dann sehen wir, dass nur die Zahlen 5, 1, 2, 3 und 34 drin sind. Und das ist das hier, das bis genau hier. Und ja, das ist die nullte Stelle, wie wir uns erinnern können. Das ist die erste Stelle und hier fängt es dann noch an. Hier haben wir die erste Stelle und hier 1, 2, 3, also erste Stelle, zweite Stelle, dritte, vierte und fünfte Stelle. Und ja, Achtung, die sechste, also die tatsächlich sechste Stelle hier, die kommt schon gar nicht mehr hier rein. Das wäre nämlich hier diese vier. Die findet man schon nicht mehr in diesem Teil hier. Es geht an für sich wirklich nur bis zur echt fünften Stelle. Also wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, hören wir bei 5 wieder auf und die 6 ist schon nicht mehr inklusive. Gut. Ja, wir können hier im Prinzip auch dieselben Methoden aufrufen in diesem Slice drin. Wir können hier das ganze Ding auch zuweisen, zum Beispiel let y gleich das hier. Und dann sagen wir hier, eigentlich können wir das println hier drin gerade lassen. Wir wollen gerne haben,
y.is Bodenstrich empty. Das ist auch eine Methode, die könnt ihr auf einem Array aufrufen. Die gibt euch Folgendes zurück. Ups, ich habe mich verschrieben. Ah, halt, stopp, ich habe das Semikolon hier oben vergessen. Genau. Okay, wir bilden und wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir false zurück, weil es ist ja nicht leer, es sind ja die Elemente, die hier drin. Das heißt, es ist nicht leer, das gibt euch also immer so ein bisschen Information zurück. Genau, y.first liefert euch das erste Element. Rebuild. Aber Achtung, deswegen hatte ich auch gerade eben den Fehler. Wir kriegen hier nicht unbedingt ein Objekt zurück, sondern wir kriegen vielleicht ein Objekt zurück. Und dieses vielleicht, das kann man sich in Rust ausgeben lassen, indem man den Datentyp sum oder none benutzt. Also none bedeutet, wir haben keins. Und sum bedeutet, wir haben ein bisschen Datentyp sozusagen. Da können wir einfach mal probieren, was passiert denn, wenn ich hier ein y.first gleich gleich sum von, was ist das Element, das allererste in unserem y, eine 5. Also sum von 5, aber Achtung, hier müssen wir das Ganze auch in Slice konvertieren. Ja, so sieht es dann aus. Also es ist vielleicht ein Objekt und deswegen sum oder none. Wenn es none ist, dann ist keins drin. Wenn sum, dann ist ein Objekt und so machen wir einen Slice aus dieser einen Zahl. Okay, so wenn wir das jetzt kompilieren und dann ausführen, dann haben wir hier ein true. Das bedeutet, ich hatte recht, es steht 5 am Anfang. Und alles wegen so ein bisschen, ja, aber egal. Genau, so sehen dann die Options aus. Dazu mache ich vielleicht wann anders noch was genaueres. Brauchen wir jetzt eigentlich auch alles nicht so unbedingt. Das, was ich euch zeigen wollte, habe ich euch gezeigt, das waren Slices. Okay, so jetzt habt ihr verstanden, wie dieses und x zusammengekommen ist letztes Mal. Und ja, nächstes Video geht es dann weiter mit Tupeln. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.